Im letzten Video habe ich darüber philosophiert, welche Vorteile es hat, dass die Fritzbox einen eigenen SIP-Server eröffnet und ich somit alle möglichen Soft- und Hardware-Geräte an die Fritzbox andocken kann und die Telefoniefunktionen dann zentral von der Fritzbox geregelt werden. Also sowas wie Anrufbeantworter oder auch Benachrichtigung per Mail bei verpassten Anrufen. Das möchte ich jetzt mal vorführen. Ich habe dazu eine Software auf meinem PC installiert, die heißt Linphone, die unterstützt das SIP-Protokoll. Und jetzt bin ich hier in der Weboberfläche der Fritzbox, bin links auf Telefonie und Telefoniegeräte gegangen und würde jetzt mal hier gehen auf neues Gerät einrichten. Das lasse ich hier ausgewählt. Telefon will ich ja hinzufügen. Was habe ich für ein Telefon? Naja, ein IP-Telefon natürlich. Und das nenne ich jetzt mal Linphone. Gehe hier auf Weiter. Benutzername und Kennwort kann ich jetzt selber festlegen einfach. Dann nehme ich mal jetzt nichts Spannendes. Und hier kann ich auswählen, mit welcher Nummer ich nach draußen rufen möchte. Und im nächsten Schritt wähle ich dann die Nummer aus, auf die angerufen werden kann für das Gerät. Gilt jetzt nur für das eine Gerät. So, damit bin ich fertig und klicke hier auf Übernehmen. Und was ich jetzt mache, ich wechsle jetzt zu meinem Softphone. Da gibt es einen Account Assistant, den nutze ich jetzt mal. Das ist jetzt die Software Linphone. Und hier gibt es die Möglichkeit Use a SIP Account. Ja, mein SIP-Account, UsefulWit, habe ich ja gerade festgelegt. Die SIP-Domain haben wir auch vorhin gesehen, das ist die Fritzbox oder halt eben die IP der Fritzbox, also fritz.box oder die IP. Passwort habe ich auch vorhin festgelegt, habt ihr ja gesehen. Und das war's auch schon, jetzt kann ich hier auf Use gehen. Und hier oben wähle ich jetzt den entsprechenden Account aus. Mach OK. Und wenn hier das grüne Lämpchen leuchtet, dann hat die Verbindung funktioniert. Ich kann jetzt also am PC Anrufe von meinem Festnetztelefon bekommen und auch nach draußen rufen. Und das Linphone gibt es auf allen Plattformen, also auch auf Android. Entsprechend kann ich das also auch auf mobilen Geräten machen. Und sobald ich zum Beispiel dann im Heimnetz bin, ja, dann wäre ich über die Festnetzrufnummer eben erreichbar.